Also 700 von etwa. Minister Goebbels und Minister Speer möchten unserem Führer ein besonderes Geschenk machen. Ein judenreines Berlin. Fast 70.000 Juden sind bereits aus Berlin abtransportiert. Es geht also um die Letzten, die noch da sind. Die sollen endlich auch verschwinden. Dann fangen wir noch heute Nacht damit an. Je schneller, desto besser. Machen Sie auf, Gestapo! Ihr habt genau 5 Minuten Zeit, um eure Sachen einzupacken. Wir ziehen weg von dir. Alles wird gut. Zieh deine Schuhe an. Los. Wie konnte das passieren, Henry? Henry Neumann. Keine Angst, Kleine. Wir bringen euch fort von hier in einen sicheren Ort, wo Mama und Papa arbeiten werden, um ihrer Heimat in Zeiten des Krieges zu helfen. Warum können Mama und Papa nicht hier in Berlin arbeiten? Ja. Weil es dort, wo ihr hingeht, viel sicherer ist, meine Kleine. Und auf Berlin zurzeit so viele Bomben fallen. Los, aufbrechen! Die habe ich glücklicherweise noch gefunden. Die Witze? Ja. Und meinen Smoking. Man kann nie wissen. Man kann ganz einfach nie wissen. Die brauchst du ganz bestimmt nicht. Doch, doch. Ich kenne 1 Million solcher Witze. Nennen Sie mir ein Thema und ich liefere Ihnen den Witz dazu. Die Alarmsirene heult, alle rennen in den Luftschutzbunker, bis auf einen alten Mann, der... Der im ganzen Haus nach etwas sucht. Seine Frau schreit, beeil dich, wonach suchst du denn? Nach meinem Gebiss, natürlich, schreit er zurück. Vergiss dein Gebiss, Mann, brüllt seine Frau. Glaubst du denn, die bombardieren uns mit belegten Brötchen? Komm, wir verschwenden unsere Zeit. Nee, das ist eine Pappwand. Die Wohnungen haben alle denselben Grundriss. Nur der Raum ist kleiner. Die Wand ist falsch. Hallo, los! Ich bin Arzt! Ein Geburtshelfer! Ich habe tausende deutsche Kinder um die Welt gebracht. Mami, komm, wir können nicht sagen, dass wir gehen wollen. Das geht jetzt nicht. Schneller geht. Beeilt euch, los! Ja! Heißt doch, was ist Sie haben Glück. Die Kleine hat eine große Schwester bei. Sind Sie allein? Mein Vater, Dr. Friedrich. Hey, zusammen. Wir sind die Neumann. Wie heißt er denn? Aaron. Jede Wette. Ich hab's doch gewusst. Mistschick! Hier, zieh das an. Wird nicht mehr so oft vorkommen, dass du Nerz tragen darfst. Behalten wir die Pelze. Aber lassen Sie uns gehen. Die Pelze behalten wir sowieso. Ich kann noch viel mehr beschaffen. Auch Edelsteine. Bitte. Bitte lassen Sie uns gehen. Du Jude, willst mich beleidigen? Gut, gut. Lassen Sie wenigstens Sie laufen. Ich flehe Sie an. Sie hat das nicht verdient zu sterben. Verdammte Judensau. Reicherst dich auf Kosten deutscher Männer und Frauen. Nein, stirb mir. Das ist ein guter Mensch. Ein Heiliger, ein jüdischer Heiliger. Aber es ist das Restvermögen meiner Eltern. Und wer waren deine Kunden, heiliger Jude? Deutsche. Christen, Juden, ich unterscheide nicht.
Willkommen im Zug zu Essen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie bekommen im Zug zu Essen. Zu essen und zu trinken. Die schicken uns in die Ferien. Du weißt ganz genau, wohin die uns schicken. Nicht bevor ich da bin, jedenfalls. Und manchmal weiß ich es auch dann noch nicht. Jakob. Ich habe in so vielen Städten gespielt. Ich habe sie gezählt. Es waren über 350. Von winzigen Örtchen bis zu riesigen Opernhäusern. Könige, Königinnen, Fürsten. Sie alle haben über den Juden Jakob Noschek gelacht. Bis auf diese Faschisten. Hör schon auf. Die einzigen Menschen auf dieser Welt, die absolut keinen Humor haben. Bitte haben Sie etwas Geduld. Willkommen zu Essen und zu Trinken. Henry Neumann? Ja? Albert Rosen. Frau Neumann? Darf ich Sie einen Moment sprechen? Bitte haben Sie etwas Geduld. Willkommen zu Essen und zu Trinken. Ich war bei dem Boxkampf, als Sie Lehmann K.O. geschlagen haben. Wie lange ist das her? 10 Jahre? Ich war in einem anderen Leben. Ich habe eine Axt und ein Sägeblatt in meinem Koffer. Ich will einfach sicher gehen, dass es Männer gibt, die mir helfen. Ich bin dabei. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sie bekommen im Zug zu essen und zu trinken. Seid ihr zufällig Brüder? Mhm. Dori Manigaba. Darf ich euch was fragen? Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Alles wird gut. Alles wird gut. Gabriele Hellmann. Sehr erfreut, Ruth Silbermann. Mein Mann. Jakob Noschek. Guten Tag. Sich enthält. Sobald meine Mutter mitbekommt, ich habe eine Fahne, gibt's immer riesen Ärger. Ja, Mutter wird ja wohl nicht mit auf diese Reise kommen, oder doch? Wie viele sind's denn? 688. Und die sind jetzt ihr Problem. Ein paar Tage Zugfahren, was kann denn da schon zum Problem werden? Sie haben eine große Verantwortung, Krelis. Mit diesem von Ihnen geleiteten Transport wird die Reichshauptstadt bald jugendrein. Sie können sich auf mich verlassen. Das soll mein Geschenk zum morgigen Geburtstag unseres Führers sein. Herr Littler. Herr Littler. Bitte ordnungsgemäß in die Waggons steigen und für schneller erhalten die Wasser und ihren Provianten. Bitte ordnungsgemäß in die Waggons steigen. Ich verstehe das nicht, Mann. Das sind doch Waggons für Tiere. Das ist eben Krieg, Nina. Es wird schon gehen, halte ich einfach an mir fest. Ja? Und warum haben die Männer Waffen? Um uns zu beschützen. Beachten Sie die Durchsagen. Begeben Sie sich in die Waggons. Da rein? In diese Viehwaggons? Nein! Hier geblieben, du Judensau! Nein! Du sollst hier bleiben! Ich steig da nicht ein! Ich steig da nicht ein! Ich weiß genau, wo dieser Zug hinfährt! Bitte nicht! Dass ihr dann wieder zur Arbeit gebracht werdet! Lea! Bitte wegen der Kinder, um ihnen die Angst zu nehmen! Helmut, hast du gehst den letzten Weg? Komm! Das ist doch die Verzweiflung! Die Frau von unserem Fleischer! Gebänkte schon! Zwette beugt an unser Trott! Wir sehen da! Kommen! Tilian! Wird noch unser Holz gebänkte schon! Tilian! Sarah! Halt! Zurück! Schneller! Von grünen Palmenland! Das weißen Land von Schnee. Wir kommen an.
mit unserem Pein, mit unserem Weh. Und wo gefallen ist, der spritzt von unser Blut. Los, 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 gehen Sie weiter. Lass mich raus! Nimm deinen Koffer, Nina. Lass mich raus! Gabriele! Nina! Die beiden wollten abhauen. Erschießen Sie die beiden. Nachts in den Waggon sollen Sie da krepieren. Und wir sparen zwei Kugeln. Wie Sie meinen. Rennen wir euch. Los, mach schon. Rein mit dir. Ich hab dich. Keine Angst. Ich lass dich nicht mehr los. Hier. Das ist das Wasser für uns alle. Und das soll die Toilette sein. Für über 100 Menschen. Erika! Ist hier ein Arzt? Lassen Sie mich durch! Sie ist ohnmächtig geworden! Jetzt lassen Sie ihn nur vorbei! Hallo, hören Sie mich? Wir brauchen einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Dori, hilf mir! Wir brauchen einen Arzt! Aaron. Wo ist Aaron? Keine Sorge. Hier, alles in Ordnung. Aber wie muss er da Wasser geben? Sie haben doch gesagt, dass hier Wasser ist. Ja, das haben Sie gesagt, ja. Hier vorne steht ein anderer Wasser für uns alle. Henry. Wir müssen uns organisieren, sonst bringen wir uns gegenseitig um. Ich hab's ja versucht. Aber angeblich konnten sie keinen anderen Heizer finden. Drei Söhne gefallen. Und ich krieg nicht jeden beschissenen Tag frei.
Ich habe geträumt, ich werde die beste Tänzerin der Welt. Das wirst du auch, versprochen. Hoch und heilig? Hoch und heilig. Mach mal Platz hier. Los, jetzt zur Seite. Alle die Füße weg. Lass uns mal sehen. Das war hart. Was ist denn los? Was in der Richtung? Das ist die einzige Möglichkeit, die mir aus dem Henry! Vorsicht, gehen Sie doch mal zur Seite, bitte. Ja! Ich brauche etwas Wasser. Danke. Ich auch. Moment, bitte. Über das Wasser sollten wir gewiss nach Buch führen. Wer was bekommen hat und wer nicht. Ja, nur weil Sie zufällig neben dem Eimer stehen, sind Sie wohl der Meinung, dass Sie machen können, was immer Sie wollen. Sie stillt. Ich bin über 60. Und mein Mann ist über 70 Jahre alt und schwerst zuckerkrank. Jeder von uns hier braucht Wasser. Wir werden eine Regelung finden. Ja, sicher, nachdem Ihre Frau fürs Erste versorgt ist. Bitte, ich... Bitte, ich will was sagen. Ich weiß, einige von Ihnen haben zu essen und trinken mit. Ich finde, die, die was mithaben, sollten so lange von dem Wasser hier nicht trinken, bis ihr eigenes aufgebraucht ist. Worüber reden wir eigentlich? Das Wasser reicht sowieso nicht mal bis morgen früh. Ein Eimer für alle. Dann warten wir eben bis Mittag. Dann können alle was trinken. Und was ist mit Ihrer Frau? Sie stillt. Wenn sie keine Milch mehr hat, stirbt das Kind. Hat irgendjemand was dagegen, dass die beiden stillenden Mütter was zu trinken kriegen? Ist hier sonst noch eine stillende Mutter, außer Erika und meiner Frau? Die Eisenstangen durchsägen. Und was dann? Ihr holt euch einen kleinen Fischer. Der steigt durchs Fenster. Er kann die Finger in die Ritze stecken, um sich festzuhalten. Dann öffnet er von draußen die Türen und wir springen alle raus. Ich werde mich um den Jungen kümmern. Der Zug muss natürlich langsam genug fahren, sonst ist es zu gefährlich. Was ist denn? Hast du Hunger? Wir haben ein bisschen was mit, aber wir sollten noch warten, bevor wir... Ich bin nicht hungrig. Sondern? Sie muss. Zu spät. Ach, Engelchen. Wir haben frische Sachen mit. Hast du was? Ja. Hey, das macht doch nichts, mein süßer Schatz. Heiß ist es hier. Wie im Hades, du meiner Seele. Hat das was mit meinem Alter zu tun? Mal ist mir zu heiß, dann wieder zu kalt. Bin nur froh, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Wenn wir kein Wasser bekommen, sterben wir. Darüber wollen Sie keinen Wissen reißen? Ich bin einverstanden. Wer hat dich gefragt? Die Antwort ist nein und Sie gehen jetzt. Ich habe ein paar Goldmünzen dabei. Wenn wir hier rauskommen, dann werden Sie die gut gebrauchen können. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ich warne Sie. Sollten Sie sich uns noch einmal nähern, bringe ich Sie um. Verstanden? Ich hatte meine Bar Mitzwa. Ich bin ein Mann. Bahnhof. Ist. Vorsicht am Bahnsteig. Auf
Bitte! Wir brauchen mehr Wasser! Bitte Wasser! Wir brauchen Wasser hier drin! Wasser! Wasser, bitte! Wir verdursten hier drin, wir brauchen Wasser! Wasser! Bitte helfen Sie uns! Wasser! 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 Wir brauchen hier Wasser! 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 Weiser Kindlich, meine Korrektung. Halt's Maul. Sein Jüngster ist jetzt auch gefallen. Mein Beileid. Ich habe auch einen Sohn verloren. In der ersten Woche des Krieges. Wasser! 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 Bitte einsteigen und führen. Deutsch, Benjamin. Wenn ich nicht konnte, das kann ich mit dem Schiff schieben, Benjamin. Und so den Kospiel. Und so. Das Schiff kommt zu sich auch nicht, ne? Jetzt brauchst du erstmal einen guten Schiff. Wasser! 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 Los, lass ihn. Sam raus! Niesie spokój w twoje życie. Człowieku, co ty masz dzisiaj za nas? No, to by ich miało na chwilę uspokoić. Albert, wir können sie nicht so liegen lassen. Wir schieben sie zur Seite. Macht Platz! Popatrz. To mam z ostatniej jazdy. Jeden Żyd wymienił to ze mną za chleb. Ta żydowska rodzinka też nie wygląda źle. Los jetzt! Vorwärts, wir müssen weiter! Amerika. Hörst du? Du musst nach Amerika. Die haben dort genug Klavierspieler. Die brauchen mich nicht. Du emigrierst nach Amerika. Hast du verstanden? Und was würdest du ohne Klavierspielerin anfangen, mein Herr? Verhungern. Warum? Bei deinem Appetit. Unsere Beziehung ist am Ende. Aus, vorbei, geh weg. Ich will dich nie wieder sehen. Ich lass mich scheiden. Ich lass mich scheiden. Ich lass mich ganz einfach von dir scheiden. Jetzt hör doch auf, Jakob. Du weißt doch genau, dass ich mich nie von dir trennen würde. Eine Klavierspielerin. Seht euch nur diese Hände an. Spielen Sie? Ein bisschen. Was machen wir, wenn wir ganz große Angst haben? Die ersten Sätze des Schema Israel. Das hilft.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mechutu Leulam Va'et, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol, Levav'a, Bechol, Nafshecha, Bechol, Meodecha. Tut mir leid, Truppentransporte, die haben Vorfahrt, belegen alle Schienen. Wie lange kann es dauern? Stunden, Tage, keine Ahnung. Züge vor der Front, Züge an die Front, sie müssen jedenfalls warten. Verfluchte Scheiße! Herr und Frau Pelles haben nochmals über Ihr Angebot nachgedacht. Wir alle finden Ihre Idee, abzuhauen, wirklich nicht die allerbeste. Was glauben Sie, wo die uns hinbringen? Die bringen uns nach Auschwitz. Das ist keineswegs sicher. Sicher ist nur eins. Wenn man euch erwischt, werden wir alle erschossen. Ja. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir sollten abstimmen. Ja, ich will abstimmen. Ich auch. Keine Abstimmung. Keine Diskussion. Sobald wir die Möglichkeit haben, hauen wir ab. Er lässt doch nicht alleine stehen. Henry, mein Junge, vielleicht haben die Herren ja recht. Willst du deine Kinder aus dem fahrenden Zug werfen, wenn am anderen Ende eine warme Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf auf euch warten? Sobald der verdammte Zug hier wieder losfährt, machen wir uns an die Arbeit. Es geht hier um meinen Sohn. Früher oder später halten wir doch sowieso wieder an. Schließlich brauchen wir Wasser und Lebensmittel. Da dürfte es doch nicht so schwer sein, den Soldaten einen kleinen Wink zu geben. Hm? Kein Wort! Kein Wort! Von niemandem. Eins sage ich Ihnen, wenn meinem Kind etwas zustoßen sollte, dann mein lieber Gnade Ihnen Gott. Ich dachte, Tiere füttern ist verboten. Wir sterben hier drin vor Hitze. Trocknet mir völlig aus. Wir müssen raus hier. Die geben uns nichts zu essen und zu trinken. Es ist ihnen völlig egal, ob wir krepieren. Aber die brauchen uns doch. Sie haben es doch gesagt, zum Arbeiten. Die sind doch nicht dermaßen blöd, uns hier drin krepieren zu lassen. Ihr Wort in Gottes Ohr, wenn er noch da ist. Und was passiert mit denen, die nicht arbeiten können? Aufhören damit für ihn. Vielleicht werden wir Glück haben. Man muss immer hoffen. Wir kommen hier raus. Sie müssen daran glauben, dass wir alle Glück haben könnten. Hm? Sie ist eigentlich eine Prinzessin und wartet nur auf ihren Prinz. Ja, der ihr einen Kuss geben und sie aufwecken wird. Guck mal da. Was ist los? Ukrainische SS. Was heißt das? Das sind wahre Teufel. Wir können nur zu Gott beten,
dass die nicht unseretwegen hier sind. Wir haben schon genug Zeit verpasst. Es geht auch schneller. Кайну лаг вакелес багаим, кацон ла тевах ювал, ла рог ла бед ул макал херпа, ובכל זאת שמחה לא שכחנו, נעל תשכחנו. זרים אומרים אין תוחלת ותקווה, חונום לשמחה מקווה טהור, ישועתנו קרבה. יגענו ולא הונח לנו, רחמך יכבשו את כעסך מעלינו. אנא שוב מחרונך, ורחם סגולה אשר בחרת. חוס אדוני אלינו ברחמך, ואל תתננו בידי אכזרים. למה יאמרו הגויים? Sie ist vollkommen verstaubt. Es ist eine Katastrophe. Herr Silbermann, kommen Sie rein. Kommen Sie nur. Wir sind ein Juwelierladen wie jeder andere auch. Danke sehr. Herr Silbermann, was verschafft uns die Ehre? Meine Tochter Danke. Ruth hat heute Geburtstag. Sie ist 18 geworden. Oh, gratuliere. Wusste gar nicht, dass Sie eine so hübsche Tochter haben. Ich hab's dir oft genug gesagt, aber du hörst mir ja nie zu. Leider. Also, womit können wir dem jungen Fräulein eine Freude machen? Was halten Sie von... Ich dachte an eine Kette. Die soll dir immer Glück bringen. Offenbar einige Zeit stecken. Das Hauptquartier erteilt uns den netten Auftrag, den Juden etwas Wasser zu geben. Sollen die Ukrainer sich drum kümmern? Das wird ihnen Hoffnung machen. Na los. Wasser. 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 Uns? Wasser. 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 Nie wieder. Sieh nur. Galgen. Galgen? Sie bauen Galgen auf. Sie richten Galgen. Sie bauen Galgen auf. Also.
Nach duftet das? Hm? Vanille? Hä? Zitrone und Vanille? Ja. Das ist alles immer mit. Galgen? Tatsächlich? Nur keine wilden Vermutungen. Wir haben genug andere, die sie hängen können, außer uns. Mein Herr Optimist. Was ist denn, Mama? Was habt ihr denn alle? Nichts. Nichts, meine Süße, gar nichts. Nichts. Gar nichts. Wundervoll. Neues Parfüm? Mhm. Von einem heimlichen Verehrer. Erzähl mir ja nicht, wer es ist. Du weißt, ich müsste ihn umbringen. Nicht gegangen ist sie nur gesprungen, nicht geredet hat sie nur gesungen. Lebe dick und frei lag jeder Miene, hat der Zeuge, wenn ist mein Cousine. Lebe dick und frei lag jeder Miene, hat der Zeuge, wenn ist mein Cousine. Lass mich an deinem Tischchen essen, Butterfrosch. Lass mich aus deinem Becherchen trinken. Lass mich in deinem Bettchen schlafen. Na los, geh schon. Die Prinzessin sagte zu Butterfrosch, auf den Nacken. Lass mich hier, du Partisans, auf. Los! Die Galgen waren gar nicht für uns. Wir werden nicht gehängt. Nein, wir nicht. Die werden uns nicht hängen. Sie wollen gar nichts von uns. Komm, Schätzchen. Alles wird gut. Danke. Wir brauchen uns noch als Arbeitskräfte. Sie sind früher da als wir. Sofort runterkommen!
Kinu Malkeinu, Choneinu, Choneinu, Kien Banamasi, Maseimanu, Tzdakavachesed, Vyosienu. Venachnu, Lonidamanase, Kyolecho, Eneinu. Zechor, Chamecho, Adonai. וחסדיך כי מעולם אינו יהי חסדך אדוני אלינו כאשר יכולנו לך אל תזכור לנו הבנות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי ידלנו מאוד Was werden Sie mit den Kindern tun? Gute Frage. Alle auf den Zug! Männer! Abfahrt! Bis hier bleiben, rein! Es geht weiter! Es geht weiter! Fahren.
Richtung Osten. Wir werden auch eins haben eines Tages. Eine kleine Wut. Und woran denke ich jetzt? Sobald wir hier raus sind, heiraten wir. Willst du mich heiraten? Ich hab's geschafft. Isi, nein! Lass! Nein, du lass bleibst mich hier! Ich will hier nicht verrecken wie ein Tier! Isi! Du kannst mich nicht aufhalten! Isi! Ich will es versuchen. Du weißt, was du zu tun hast. Ja. Du musst es nochmal versuchen, er hat es nicht geschafft. Es wird auch jemand sterben. Ich mach das. Das kommt absolut nicht in Frage. Ich kann es schaffen, das weißt du ganz genau. Ruth, ich hab nur dich. Heb mich hoch. Bitte Gott!
müssen warten, bis der Zug langsam kommt. Eine Kurve oder eine Steigung. Ich warte auf gar nichts mehr. Ich springe jetzt gleich. Ich hab gerade ihr Leben aufs Spiel gesetzt, das reicht erstmal. Verdammt nochmal, der Zug ist zu schnell für die anderen. Nein, nicht! Ja. Ja. Lass es bitte sein! Holzstücke. Gib mir deine Haarklammer. Und Dreck. Da oben im Koffer ist ein Taschenmesser. Ich habe so Angst. Versuche ein bisschen zu schlafen. Hm? Versuche an etwas Schönes zu denken. Ich werde auch an etwas Schönes denken. Als darf ich noch in deinem Bauch. In dem Bett mit den ganzen kuscheligen, weichen Decken gelegen. Was tut es gerade? Es singt ein Lied. Kommt ein Vöglein geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat im Schnabel einen Zettel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, flieg weiter, nimm einen Gruß mit und einen Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Wozu etwa wärst du vor? Das ist der Waggon. Emanuel. Raus hier! Alle raus, aber sofort! Alle raus! Schneller! Los, Platzball! Los! Los, runter mit dir! Bitte! Raus! Beeilung, Beeilung! Werkzeuge, Messer oder ähnliches sind sofort auszuhändigen. Diejenigen, bei denen ein Werkzeug gefunden wird, werden auf der Stelle erschossen. Komm, mach schon! Raus, Jude! Ah, sieh mal einer an. Ein Fluchtversuch gab's ja bereits. Willst du die Reise ein bisschen verkürzen, was? Keinerlei Werkzeuge, Herr Obersturmführer. Sehr interessant. Kann mir dann vielleicht einer von euch erklären, wie die Tür geöffnet werden konnte? Vielleicht war sie nicht richtig verschlossen. Haben geschlafen? Ich weiß es nicht, Herr Obersturmführer. Haben geschlafen. Süßes Kind, wie heißt du denn? Nina Neumann. Hast du auch geschlafen, Nina Neumann? Ja, mein Herr. Das glaube ich dir nicht. Haben Mutter und Vater dir nicht beigebracht, du sollst nicht lügen? Weißt du, kleinen Mädchen, die lügen, können ganz schlimme Dinge zustoßen. Sogar so hübschen Mädchen, wie du eines bist. Und auch ihren Familien können schreckliche Dinge passieren. Also? Ja, mein Herr.
Ich bin sicher, du hast deine Mutter lieb. Ich werde dich noch einmal fragen, Nina Neumann. Du hast doch die Werkzeuge gesehen. Du weißt, wem sie gehören, hm? Sag mir die Wahrheit und du und deine Familie bekommen ein gutes, warmes Frühstück von mir. Ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Herzlichen Dank, mein Herr. Und wie gut du erzogen bist. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht war es unsere Schuld. Eine dumme Unachtsamkeit. Aber eines kannst du mir glauben. So etwas wird kein zweites Mal passieren. Schmidt! Bringen Sie doppelten Draht an all diesen Türen an. Du Jude, du Stück Dreck. Wenn sie sich nicht bedankt hätte, dann hätte ich zuerst dich und dann deine süße Kleine erschossen. Zurück in die Reihe! Bitte, wann geben Sie uns endlich was zu essen? Herr, Sie können uns doch nicht sterben lassen. Oh nein! Noch jemand hungrig? Zurück in den Zug! Alle wieder einsteigen! Na, jetzt bald! Du musst Beeilung! Soll ich nachhelfen? Hallo, auf der Fahne! Ein bisschen mehr Beeilung! Du kannst doch jetzt nicht gehen! Mach schon! Los jetzt! Nein! Ich bleibe bei ihm! Ich kann ihn doch nicht allein lassen! Was soll ich denn? Na los, auf der Fahne! Nein! In meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen erlebt, der so mutig ist wie du. Henry, was machen wir jetzt? Durch den Boden, hinten über der Achse. Es dauert mindestens einen Tag. Wenn ich länger wird, jede Stunde zählt. Ja. Was geschrieben. Papa! Dein Papa kann jetzt nicht, Schätzchen. Ein Traum, so schrecklich. Mein Volk gab es nicht mehr. Was ich träumte, wird wahr. Was spielst du da? Den Dornröschenwalzer. Mach die Augen zu.
Seht ihr? Wir fahren zurück nach Berlin. Albert, siehst du was? Ja, komm her ans andere Fenster. Komm. Vielleicht Wasser für uns übrig. Oder Brot. Bitte Wasser. Wasser. Wasser, Wasser bitte. Keiner nähert sich dem Zug unter keinen Umständen. Los, die sind bestens versorgt. Halten Sie Ihre Leute zurück. Das ist mein Zug. Ihr Zug? Um Himmels Willen sehen sich die Menschen an. Nein, hier muss niemand essen und Wasser. Weitermachen. Sind Sie wahnsinnig? Stehen bleiben! Sie müssen wohl Ihren Heldendrang an diesen armen Menschen austoben, Sie Pfeife. Hat wohl an der Front nicht so recht geklappt. Das, Menschen. Der Führer befreit uns endlich von dieser Pest. Kommt schon. Stehen bleiben! Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie auf einen deutschen Oberleutnant schießen? Das wollten Sie doch gerade tun. Sie bringe ich vors Kriegsgericht. Ja, aber bevor der Krieg zu Ende ist. Sonst hängen Sie selber am Galgen. Und ihr wollt deutsche Soldaten sein? Verräter, Feiglinge, Deserteure seid ihr! Wenigstens nicht so ein Held wie du, du Arschloch! Abfahren! Abfahren! Los, Leute, gebt ihnen alles, was ihr habt! Sofort abfahren! Chcę na strzał w gacie. Teraz będziemy chwilę udawać, że chcemy ruszyć. Gdy ci twoi Żydzi się najedzą przed egzekucją. W porządku? Na marszon! Wir dürfen nicht Truppentransport. Das ist Brieche. Was? Es ist mir scheißegal. Wir fahren jetzt sofort weiter. Mindestens 200, 300, 400 Meter. Danke. Mein Großer. Was hast du denn? Ich bin kein Spaziergang. Hitler soll von Albträumen gequält worden sein. Also ließ er sich einen meschuggenen Wahrsager kommen. Der schaute in seine Kristallkugel und sagte: Mein Führer, ich sehe, Sie werden an einem hohen jüdischen Feiertag sterben. An welchem, bitte Adolf? Mein Führer, egal an welchem Tag Sie sterben, das wird ein hoher jüdischer Feiertag sein. Ani jedna z tych biednych świn nie przyjdzie. Wszystkich tak czy inaczej zabiją.
Kiedy tak kochasz tych Żydów? Nie musi ich kochać, wystarczy, że im współczuję. Tylko co my z tego? Jedziemy dalej. No to do roboty. Radziwie się znalazł. Wenn David mal größer wird, musst du froh sein, sie ihm zeigen zu können. Wir fahren gar nicht zu einem neuen Zuhause. Stimmt's? Es wird dort auch keine Schule geben. Ich will aber zur Schule gehen und tanzen. Ich will doch Tänzerin werden. Du hast dir viel zu viele Sorgen, Nina. Du wirst Tänzerin werden. Ganz, ganz sicher. Versprochen. Hoch und heilig? Hoch und heilig. Kannst du mir die Geschichte erzählen, wie du den Papa zum allerersten Mal gesehen hast? Frag deinen Vater, der kann sie viel besser erzählen. Bist du so schüchtern, Henry? Schau sie dir doch an. Lea Herzberg. Der Vater macht Geschäfte, Import-Export. Man hört, sie würde kriegen eine kolossale Mitgift. Papa, du bist betrunken. Sie hat sich bereits nach dir erkundigt. Das weiß ich von deiner Tante Rosalie. Du bist ja schlimmer als jede Jente. Du Feigling. Zurück.
Nein! Du kannst nichts dafür. Du konntest doch nicht wissen, was so ein Unglück passieren würde. Mach mich wieder an die Arbeit. Kinder hören manchmal zu atmen auf und fangen dann gleich wieder an. Das ist ganz normal. Bitte, dass uns genügend Zeit bleibt. Alvino malkeinu, choneinu vaneinu. Alvino malkeinu, choneinu vaneinu. Ki ein banu masi, osei imanu. Tzedaka vachesed, osei imanu. Tzedaka vachesed, vehoshie. Hat's gestern versucht. Ich glaube, es hat ihr geholfen. Sogar Aaron hat ein wenig abbekommen. Wollt ihr das wirklich tun? Ich könnte damit das Leben retten. Nicht schlecht. Glaub nicht, Engie. Ich glaub nicht. Ich kann nicht. Es ist nichts mehr da.
tut mir so leid. Wir hätten in den Untergrund gehen sollen, genau wie du es wolltest. Aber ich weiß schon. Er hätte kommen müssen, bitte, du musst mir glauben. Ich weiß, Henry, ich weiß! Henry, kannst du weiterarbeiten? Ich muss mich ausruhen. Großmutter. Bitte, bitte, wir brauchen Wasser. Bitte, mein Sohn stirbt. Verdammt nochmal, wir brauchen Wasser hier drin, wir verrecken. Ein Wort noch, Jude, und ich schieße. Bitte, bitte nur einen Schluck, er ist doch erst 12 Monate alt. Einen Schluck, bitte. Ihr kriegt was zu fressen, sobald wir den nächsten Bahnhof erreichen. Aber bis dahin sind wir alle tot. Die ganze Wagen ist doch schon voller Leichen, es sind nur noch Leichen. Na, umso besser. Da gibt's mehr Wasser für die, die noch übrig sind. Welches Lied singe ich? Ach, Jakob, bist du verrückt geworden? Ich kann mir mein Publikum nicht aussuchen. Und diese Kinder brauchen Nahrung. Du genauso. Wir verhungern. Kleine Kinder sind hier drin. Frauen. Wie wär's mit ein bisschen was zum Essen? Als Frau, Jude! Ich kann singen. Ich bin ein wunderbarer Alleinunterhalter. Ich werde euch allen ein schönes Lied vorsingen. Oder ein paar Verse von Goethe rezitieren. Was haltet ihr davon? Auf der grünen Wiese habe ich sie gefragt. Liebst du mich, Luise? Ja, hat sie gesagt. Ja, hat sie gesagt. Ich bin so hungrig. Glaubst du, sie werden uns was geben? Ja, hat sie gesagt. Ich hoffe es. Bitte. Also überzeugt hast du mich nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich mein Essen mit dem Juden teile. Thank you.
sag's ja, wie die Tiere. So, Jungs, wir haben schon genug Zeit verplempert. Ich hab soeben das Signal erhalten, dass wir den Bahnhof einfahren können. Also los jetzt. Abfahrt! Sonst noch ojatrisch. Zobaczcie mi, co mają ze sobą? Kolej tu! Kolej na lewo! Bitte! Bitte! Gib uns bitte etwas Wasser. Die Portokai, da sind die Ente. Bitte Durst. Bitte. Ich habe keine Slotti! Nicht deine Slotti! Aber eine Uhr! Hier! Meine goldene Uhr! Hier! Bitte, bitte! Wasser! Bitte, Wasser! Nehmen Sie die Kette, bitte! Ich will auch leben. Wir brauchen eine Kette. Hier, hier ist Wasser. Kaffee-Ähnchen. Kaffee-Ähnchen. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Nimm doch was für Schnurrbäckchen. Zeig doch deine Gerode. Ich will auch trinken. Es gehört mir. Ich gebe ihm Wasser! Hier! Nein, nicht! Gib Wasser hier. Für meine Kinder! Nimm die Wasser! Dziękuję! Wir springen nicht, während der Zug fährt. Das wäre Wahnsinn. Wir warten wieder, bis er steht. Du musst dich rasieren, Papa. Aber ich hab dich auch so lieb.
Manchmal bin ich nicht so lieb zu dir, weil ich dich doch immer so oft tänze. Ach, Nienchen, lass dich ruhig ein bisschen lustig machen über mich. Aber bloß ein bisschen. Bloß ein bisschen. David. Henry. Henry. Dr. Friedrich. Es ist nichts. Sie hat schlecht geträumt. Schlaf nur weiter. Mach die Augen zu. Erinnere dich an das Jubiläumsfest. Du hast die ungarische Rhapsodie Nummer 2 gespielt. Nein! Probierst du's? Sobald der Zug langsamer wird, müsst ihr es versuchen. Lea, bitte. Wir müssen Nina vorbereiten. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Psst. Ihr müsst euch schwarze Sachen anziehen, dann sieht man euch in der Dunkelheit nicht. Du musst mit uns kommen.
musst du selber brauchen. Mach dir um mich keine Sorgen. Um die Mami kümmern. Versprichst du mir das? Ja. Und wenn du Angst hast, weißt du, was du zu tun hast, oder? Ich mag Israel beten. Ja. Und wenn du Sehnsucht nach mir hast? Du kannst uns nicht alleine lassen. Minchen, du siehst mich ganz bald wieder, ganz bald. Der Krieg ist fast vorbei. Was machst du, wenn du Sehnsucht nach mir hast? Hör auf, das Schma Israel beten. Dann sprichst du einfach in den Himmel hinauf. Und ich höre dich. Ich höre dich ganz bestimmt. Aber du bist doch nicht der liebe Gott. Ich höre dich trotzdem. Ich höre dich. Ich höre dich. Lea, du gehst zuerst und nimmst dein Liedchen, ja? Und dann kommt Ruth. Ihr schafft das. Lea, ihr schafft das. Wir müssen es versuchen, sobald der Zug anhält. Wer möchte versuchen, durch das Loch zu schlüpfen? Kinder und zierliche Frauen passen durch. Kinder und zierliche Frauen passen durch. Ja, jetzt. Und über die Schienen laufen. Das sind doch überall Soldaten. Ten Kreves, to cholerný lajdak. Či zupevně mladí ľudia upájajú se tým švínským gadáním o arijské raše?
jak by sama Panna Maria osobiście zaszeptala im to do ucha. Parę godzin nasza droga się skończy. Na twoim miejscu byłbym ostrożniejszy. Ostrożniejszy, ostrożniejszy. Już całe 4 lata jestem ostrożny do cholery. Już nie chcę być ostrożny, mam dosyć. Co się z tobą dzieje? Wojna nie będzie trwać wiecznie. Rosjanie stawiają zacięty opór. Ty byś miał jak najszybciej wrócić do domu i iść do łóżka z tą swoją ślicznotką. Dlaczego się właściwie z nią nie ożeniłem? Dlatego, że jej tu nie ma. Nie ma. Całowałeś przecież ziemię pod jej nogami. Co ty jej właściwie do diabła zrobiłeś? Nic. Nic? To nie jest dziewczyna, która by sama uciekła. Przyszli po nią. Co ty pieprzysz, przyszli po nią? Kto? Ona jest Żydówką. Żydówka? Twoja Maria Żydówka? Miriam. Miała na imię Miriam. Lass uns hier abhauen! Wer seid ihr? Cicho, bądź cicho. Aber dann hat er eine Kugel getroffen und dann war der Zug da. Haben Sie es geschafft? Sie haben es geschafft. Ich habe alles gesehen. Es war kein. Für die Menschen im Waggon nebenan war es die Hölle. Lass uns beten. Gott hört uns sowieso nicht, wozu beten.
היום יום שישי בשבת, שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש, על השם מלאך גאות לבש, לבש על השם עוז התעזר, אף תיקון תבל ואל תימות, ולכל תזכר מאז לעולם עתה. נעשו נערות עד השם, נעשו נערות כולן, אדירים בשבירי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נהנה מאוד, לבדך נעבר חודש, אדוני לאורך ימים. Gesagt. Ohne mein Smoking. Was schläfst du damit? Mag ich nicht auftreten. Mach dich auch fertig, Gabriel. Beeil dich! Mach schon! Man ruft uns. Wir müssen auf die Bühne. Auch. Auf. Komm, auf. Jetzt gleich. Schnell. Was ist denn das hier? Los, weg damit! Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Was? Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein Sand. Hört euch das mal an! Flügel, das ist doch Herr Schiller! Das ist Beethoven! Bravo, weitermachen! Elysium. Zugabe! Das muss das Elysium sein. Aber ja, Herr Schiller, ganz genau so ist es. Sei umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wusstet ihr, dass wir versuchen würden zu fliehen? Wir sind jede Nacht dort. Letzter Bahnhof vor Auschwitz.
Todesziege. Przyjeżdżają alle Richtungen. Jede Nacht seid ihr dort? Ja. Wir gehen heute znowu. Wir warten. Wenn jemand ucieknie. Flieht. Wir dann helfen. Ich werde immer für dich da sein. Das verspreche ich dir. Nina? Nicht so weit. Nur ein Stück. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mahuto Leolam Vaed, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol, Levavcha Uvechol, Nafshecha Uvechol Meodecha.